Einen wunderschönen Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu Monster Hunter World. Heute gibt es ein paar schweinische Geheimnisse, denn unser liebstes Hausschwein Pugi, das kann neue Outfits bekommen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Ihr müsst ihn quasi nach jeder Mission streicheln, wie wir es hier gerade gemacht haben. Dazu gleich noch weitere Tipps. Ihr seht, habt jetzt gesehen, da waren nur so ein paar kleine Herze auf dem Kopf. So, wir haben noch eine Mission gemacht. Und das könnt ihr von Anfang an quasi machen. Immer nach jeder Mission könnt ihr den streicheln, nach jeder Untersuchung. Ihr müsst ihn eben nur finden, weil er hier sich irgendwo hier unten rumtreibt. Meistens hier am Handelshof in Astera. Und ihr könnt ihn zwar öfters streicheln, aber es bringt nur etwas, wenn er ihn einmal streichelt. Und dazu lichten muss dann jedes Mal eine Quest liegen. Ich suche den jetzt vergebens. Der kann nämlich neue Outfits bekommen und hier in Astera kann der für uns graben. Er wird quasi unser persönliches Trüffelschwein im Aufstieg. Da ist er! Hi Pupi! Am Anfang habt ihr ja gar nichts, da läuft er nur rum. Da müsst ihr ihn anquatschen und jetzt im richtigen Moment, sobald das Ausrufezeichen kommt, müsst ihr B drücken oder eben Kreis auf der PlayStation. Und jetzt seht ihr ganz, ganz, ganz viele Herzen. Und das heißt, jetzt ist er bereit zu graben. Das dauert eine Weile. Das müsst ihr wirklich von Anfang an immer mal nach jeder Mission dran denken und das machen, dass das schneller geht. Ja, und dann hier an diesem Käfig, da vibriert jetzt der Controller so ein bisschen, wenn er mit dem rumläuft. Und dann könnt ihr den hier absetzen. Und dann fängt er jetzt gleich an zu graben. Und, komm Pucki, gib alles, zeig her, was hast du denn da Schönes? Und, komm. Ja, du hast folgende Outfit erhalten, Schweinequappe. Und das zeige ich euch natürlich jetzt auch gerne mal hier. Kleidung ändern, wie gesagt, das kann man am Anfang gar nicht, der läuft nur da rum. Und dann drückt man ihn an und wenn er dann streichelt, dann muss man rechtzeitig B drücken und dann hat man diese Optionen, das Outfit zu wechseln, die Farben zu wechseln. Allerdings hat er dann noch keine Outfits. Und das hier ist jetzt quasi eins der ersten. Egal in welcher Reihenfolge ihr das quasi macht. Ich weiß nicht genau, ob sie questgebunden sind, weil ich bin in der Quest schon fast durch. Und deswegen weiß ich nicht, in welcher Frequenz sie freischalten. Ob die alle von vornherein zugänglich sind, das glaube ich nämlich nicht. Aber dazu kommen wir später wieder. Und jetzt könnt ihr hier noch mal ein bisschen das Outfit anpassen mit Farben. Ne? Das ist eine ganz süße Schweinequappe. Schweinefroschkaulquappe. Pookie, das amphibische Schwein. So sieht er doch ganz cool aus. Ne? Das zeige ich jetzt noch mal beim ersten Outfit ein bisschen detailliert. Auch noch beim zweiten. Aber beim zweiten hat es einen anderen Grund, weil das zweite möchte ich auch behalten. Also, fassen wir noch mal zusammen. Ihr müsst ihn quasi nach jeder Mission streicheln. Hier streicheln wir ihn nochmal und jetzt achtet auf die Herze, die kommen. Wenn das Ausrufezeichen ist, wie der sagt, direkt Kreis oder B und dann seht ihr hier ganz viele Herze. Er dreht sich im Kreis, freut sich und jetzt nochmal zum Vergleich die Vorhergehen-Methode. Hier nur zwei mittelgroße Herzchen. Ne? Und das heißt, das reicht noch nicht. Da ist er noch nicht bereit für euch auszugraben. Erst wenn die Herzen so richtig schön hier rumkommen. Ein anderer Indikator ist, er sucht euch, wenn ihr in seine Nähe kommt in Astera, ja schon und läuft euch quasi hinterher. So, wir haben eine Mission gemacht und wir haben Pugi gestreichelt und jetzt bringen wir ihn zum nächsten Spot. Wo es wieder ein geheimes Outfit für unser süßes kleines Schweinchen gibt und wie sie den so goldig trägt hier. Das ist einfach so süß. Unglaublich. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, also hier wieder großes Lob an Capcom, das Spiel birgt seine Geheimnisse, es hat so viel Secrets und Sachen und alles, was man in Erfahrung bringen muss, kann, möchte, das ist einfach wieder so genial. Ich feiere das übelst, ich feiere es einfach übelst. Natürlich kann es sein, so jetzt haben wir das Outfit Packschwein, also ihr müsst hier an die Flagge gehen, ne, wo der Kommandant und alles steht, dort vibriert wieder euer Controller, wieder das alte Prozedere. Und dann bekommt ihr hier dieses geile Packschwein-Outfit. Ich find's so Hammer mit Pilotenbrille. Das ist einfach Porno, Leute. Muss man einfach sagen, das ist genial. Und das wird er bei mir natürlich auch erstmal anbehalten. Jetzt ist die Frage, Capcom hat angekündigt, das Spiel als Dankeschön, weil es jetzt 6 Millionen, also herzlichen Glückwunsch, davon 6 Millionen Mal sich verkauft hat, schon ohne die PC-Version, die ja erst im Herbst an den Start geht. Also ohne die Vorbestellungen dort mit einzurechnen, sondern hier sind die reinen Verkaufszahlen von den Spielen, die jetzt verkauft wurden über PS4 und Xbox One. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es geschafft, Monster Hunter an die westliche Zivilisation anzupassen und es sehr beliebt zu machen. Und das habt ihr auch richtig gut hinbekommen, nur mal so nebenbei. Und
Jetzt haben ja angekündigt, dass es auch neue Monster, neue Quests und sowas gibt im Laufe der Zeit. Auch kostenlose Erweiterungen des Spiels. Und da kann natürlich auch sein, dass da nochmal weitere Outfits kommen. 4 kenne ich jetzt. Ich kann euch aber nur... Also ich zeige euch 3, aber ich zeige euch auch, wo das 4. ist. Aber das konnte er bei mir nicht ausgraben. Darauf gehen wir später nochmal zurück. Kommen wir später nochmal zurück. Hier ist das 3. Outfit. Ja, es kann sein, dass noch weitere hier in der Welt von Astera versteckt sind, die man noch nicht gefunden hat. Wer weiß. Und dass eben eventuell auch neue per DLC dazukommen, vielleicht als kostenlose Inhalte. Das kann ich zu dieser Stelle, an dieser Stelle noch nicht sagen. Jetzt haben wir hier das Schweinehammel-Outfit. Wir hatten ihn wieder nach der Mission gestreichelt, aufgehoben, an Position gebracht. Der Controller hat vibriert, aber nicht überall abstellen, wo der Controller vibriert nur, ne? Ihr müsst wirklich die Spots, die ich euch hier zeige, angehen, weil der Controller vibriert viel öfters. Das zeige ich euch gleich noch, was es damit auf sich hat. Aber die Outfits bekommt er an diesen Stellen nur. Also ihr könnt natürlich auch gerne die anderen Sachen ausprobieren, aber holt euch zuerst das Outfit, das ihr wollt, weil, wie gesagt, ihr müsst immer wieder eine Mission dazwischen machen. Das ist natürlich kein Hexenwerk, da geht man mal kurz irgendein großes Yakras K.O. schlagen oder so und dann geht man nochmal nach Astera zurück und schon kann man das nochmal holen. So, kommen wir zum 4. Outfit. Das geht hier durch die Schmiede, dann geht er hier links hier hoch und zwar diese ganzen Treppen. Das ist ein richtig weiter Weg. Richtig, richtig weiter Weg. Ich war da oben eigentlich auch noch nie. Ja, und hier, bevor er, also geht er nicht weiter die Treppen, sondern geht rechts hoch, bis er dieses Pavillon da sieht. Da hinten erscheint es am Horizont. An diesem Pavillon ist quasi das 4. Outfit vergraben. Das ist das Schweinchens neue Kleider oder so irgendwie heißt es. Das Schweins neue Kleider. Und da hat er nur eine Krone an und eine Boxershort mit Herzchen drauf oder so, je nachdem. Die könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Wir gestalten, wie ihr möchtet. Aber bei mir liegt, dass ich hier nur schlafen. So, jetzt weiß ich, man sollte ihn eigentlich streicheln, weil der weite Weg, da ist er müde und so. Na, also streicheln wir ihn nochmal und probieren es wieder. Normalerweise müsste es hier auch vibrieren, aber es vibriert nicht und er legt sich wieder schlafen. Es kann sein, dass ich, weil ich die Story noch nicht ganz durch habe oder irgendeine Quest noch nicht gemacht habe, kann sein, dass man auch irgendeine Quest erledigt haben muss, damit man hier dieses Outfit bekommt. Ich bekomme es nicht, hier vibriert der Controller aber und hier setze ich ihn ab und dann zeige ich euch, dass der auch andere Items für euch ausgräbt. Und überall in Astera vibriert der Controller. Weiß jetzt nicht, kann ich sagen, ob da wirklich wertvolle Sachen dabei sind. Der Efeu ist jetzt nicht so prickelnd, aber okay. Oh, wie gesagt, da oben ist das 4. Outfit. Ihr könnt es euch holen, wenn ihr weit genug seid, wenn ihr die Quests alles abgeschlossen habt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Damit wird es wohl weitergehen. Ein nächstes Tutorial oder vielleicht auch noch zwischendurch was anderes. Aber das wird auf jeden Fall kommen. Und zwar das Energieklingen-Tutorial. Wie spiele ich die Energieklinge richtig? Es ist eine Waffe für Fortgeschrittene, die den übelsten Damage drückt. Aber man kann sie auch sowas von falsch spielen. Ich habe sie selber anfangs falsch gespielt. Selbst dann macht sie noch einen guten Damage. Aber man will natürlich auch das Maximum irgendwann rausholen, wenn man so spielt mit was. Und dann seht ihr auch schon, wie das hier einschlägt gegen Kirin, quasi das Einhorn-Drachenälteste. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like freuen. Für weitere Monster Hunter Videos besucht meinen Channel und könnt mich natürlich auch gerne abonnieren. Vorschläge könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen wollt, auch welche Waffenart. Ich möchte irgendwann für alles Tutorials machen, nach und nach. Aber zuerst kommt Energieklinge und Insektenklebe, das kann ich schon mal vorwegnehmen. So, damit sind wir auch fertig. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Vermöbelt ein paar Einhörner, bricht ein paar Einhörner und bis zum nächsten Mal mit der Energieklinge oder anderem Material. Vielen Dank, euer Spoopy. Bye, bye.